gut durch die Tür durch. Und man darf gespannt sein. Hat sie es eigentlich verdunkeln aktiviert? Ich hoffe schon. Also auf die zweite Kraft gelegt, oder auf die Kraft überhaupt gelegt. Das hatte ich. Sehr gut. Tarne ich mich doch gleich mal. Guck mal an, was da draußen vorgeht. Schaut euch das mal an. Ein Gestaltwandler, der so ein bisschen aussieht wie der Werwolf, nur klein. Und ein anderer, der wahrscheinlich auch nicht gerade ein fröhlicher Mann ist. Ich glaube, ich gehe durch die Kanalisation. Und ein Penner. Okay. Ich kann nicht hier durchgehen, das ist ja unangenehm. Na gut. Dann anders. Ich kann euch doch bestimmt. Das kann ich. Moment, das ist okay. Ich hätte gern die 1 für den coolen Sound. Ich glaube, das ist das. Ne, das ist das genau. Und. So. Yeah! Sehr, sehr schön. So, haben wir noch was? Drüben ist irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass du auch kein Freund von mir bist. Wir sind auch schon links oben. Das ist jetzt sozusagen eine Kampfzone geworden hier. Man könnte sich fragen, was aus den ganzen Menschen geworden ist. Ich glaube, ich gehe kurz mehr rein. Vielleicht kann ich ja Munition oder sowas kaufen. Oder vielleicht irgendwas Gutes überhaupt, irgendwas. Warte mal, eigentlich kann ich dann auch die Tarnung fallen lassen. Hallo. Thanks for coming back. What you need? Ich würde gerne Waffen kaufen, genau. Oh, damn it, who told you that? Ich arbeite für Arthur Kilpatrick, komm mal. Alright, look, I can't have every Jesse and Jamie off the street, you know, coming in here and asking about this. It's not cool. Not exactly licensed, and these weapons aren't precisely legal, if you catch my drift here. Ich verstehe. Look, now, I appreciate your business, and I'll sell to you, but don't tell anyone else, okay? Keep your nose clean. Ist okay, ich hätte einfach sagen sollen, dass ich bei ihr was kaufen will, aber okay. Das brauchst du nicht extra zu sagen, ja. Alright. Gut, come was haben take wir denn? A look, then. Wir haben weitere Ringe und weitere Uhren, die ich immer auch nicht, die ich... Wie viel habe ich denn mittlerweile davon? Ich habe 10 Ringe, hurra, und habe ich irgendeine Uhr dabei? Nee, ach, das Holzspielzeug habe ich schon noch, das ist ja geil. Hätte ich also gleich in meinen Briefkasten packen können. Wenn ich überhaupt mal dazu kommen würde, nochmal... Obwohl, ich kann es eigentlich noch schnell machen, das ist eigentlich kein großes Problem, aber egal. Was ist das da unten? Blutbeutel 1 von 5. Was hast du überhaupt? Du hast, glaube ich, an sich nur Müll. Wie sieht es mit meiner Bewaffnung aus? Wie viel Schuss habe ich denn hier? Hier habe ich 50 maximal, 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 maximal und maximal. Was will ich eigentlich hier? Tschüss. Komm, lass mich rein. Ist irgendjemand hier aggressiv? Nein, jetzt stehen aber irgendwelche Leute. Und ich befürchte fast, dass... Ja, allein schon, wie er sich verhält, guck mal, wie er sich gerade geduckt hat. Das kann nicht normal sein. Ich würde ganz gerne übrigens vorher nochmal... Ich kann wirklich nicht hier rein, wirklich nicht, nein. Och, du machst das gar nichts mehr, oder was? Ich würde übrigens... Ich kann nicht zurück, oh mein Gott! Ich würde übrigens wirklich gerne auch mal der Blutklinik, wenn das geht, einen Besuch abstatten. Denn, vielleicht finde ich ja noch einen lustigen Blutbeutel oder sowas. Übrigens kann ich mal speichern. 5? 9? F9, wie ich schon sagte, ja, F9, jaha. Bevor ich mal in diese dunkle Gasse hier reingehe, nicht, dass hier irgendwie 40 Leute mal warten. Nein, bisher nicht. Können wir hier rein? Ach, jetzt sind alle Dinger geschlossen. Okay. Bist du denn für einer? Eine... Nein, Kavianerin! Wollte ich eigentlich auslutschen hier? Du bist ein Bru, ja, und vor allem Vampir. Was? Hä? Ach, da ist noch einer! Muss auch erstmal sehen.
Ja, schön. Andere müssten also runterkommen. Macht aber nicht. Ärgerlich. Warte mal. Machen wir das anders? So. Geht. Ich bin zwar fast tot. Blutheilung einmal. Und vor allem wieder mein Schwertchen. So, hier wollte ich lang gehen. Der Weg ist jetzt hoffentlich halbwegs frei. Hier ist es verbarrikadiert, okay. Ich werde hier also durch irgendeine Gasse getrieben, oder was? Ich muss also einen bestimmten Weg gehen. Das ist ja gemein. Also war der Weg hier eigentlich total dumm, mich hierher zu begeben. Das kann ich noch rechts lang. Auch da kann ich, vielleicht da hochspringen, kann ja auch sein. Ich kann da relativ hoch springen. Kann ich auch nicht. Ich muss also wirklich über die Straße gehen. Die kennen meine Wege schon. Natürlich kennen die meine Wege. Ich werde auch die ganze Zeit beobachtet. Ich komme hier auch wirklich nirgendwo rein. Sehr, sehr unangenehm. Wie gesagt, das ist eine relativ heftige Passage. Ich habe Blutverlust, Lebensverlust, alles dabei. Und die beiden da hinten sind mit Sicherheit nicht meine Freunde. Das eine ist ein Tremere, das andere ein Dingens. Warte mal. Ich glaube, ich werde mich mal kurz einfach tarnen. Wenn es geht, vorbeischleichen. Piraten, hier kann ich auch nicht mehr rein. Nein. Alle versperren mir ihre Wege, beziehungsweise vernageln ihre Türen. Ist auch gar nicht so dumm. Aber wenn die Blutheilung auf mich ausgerufen ist, ist mir schon klar, dass sie nicht gerade meine Freunde sind. Dass sie sich mit Lacan nicht falsch stellen wollen. Hey, stop right there. Nein, mach ich nämlich auch. Ich weiß, du bist der Magier hier. Relativ glimpflich ab. Ich werde im Parkhaus jetzt auch nochmal ab, deswegen speichere ich nochmal. Schwerer Schaden schon, ne? Sehr unangenehm. Ich brauche unbedingt verlässliche Blutquellen. Ich kann nicht durch die Kanalisation drunter. Da haben sie wirklich die Gundecke zugeschweißt oder was. Sehr, sehr ungeil. Muss ich zum Strand? Der ist offen, der Gullideckel. Aber rein kann ich trotzdem nicht, ne? Okay. Muss ich zum Strand? Ich glaube nämlich nicht. Der Typ da hinten scheint mir oder ist wahrscheinlich genauso unfreundlich wie alle anderen. Ich habe gerade gespeichert, von daher ist nicht das Problem. Greifst du mich an? Ach nee, du bist einfach nur ein lebender Blutsack für mich. Ach, zum Beach-Ex, das kann ich gar nicht mehr. Gut, da muss ich jetzt wirklich hier lang. Ich werde aber nicht aussaugen, weil es tatsächlich relativ. Da wurde ich in den Kommentar aufmerksam drauf gemacht. Das stimmt allerdings. Ich muss nicht jeden Menschen aussaugen, nur weil es geht. Oder weil es mir gerade nützt, weil es auch Menschlichkeitsverlust mit sich bringen müsste, genau genommen. Eine Malkavianerin. Tja, die ist ja wohl das Todes, würde ich sagen. Falsche Taste gedrückt. So, hier muss ich wohl raus. Da sind zwei, drei Leute gleich mal. Und irgendwo hier sollte doch jemand stehen, der mich von hier wegbringt. Bleib einfach dunkel, glaube ich. Sonst muss ich mich in den Kampf mit den drei Leuten wagen, was ich nicht unbedingt möchte. Und da ist auch schon unser wundervoller Taxifahrer. Was ist eigentlich mit Gary? Nicht mit Gary, sondern mit hier dem unser Nosferatu. Auf dem Schrottplatz ist der noch auf unserer Seite, müsste er eigentlich sein. Sagen. Das Ganze kurz so aus, ob das Taxi brennen würde. Warte, kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht, ist auch verschlossen. Ärgerlich, ärgerlich. Oder war das hier hinten? Nee, das war hinten bei dem Wasserturm. Und auch das ist verschlossen, das ist ja krass. Wo ist eigentlich? Kann es einfach hochkehren, theoretisch. Aber gut. Halala, hallo. Wer tun? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, fahren Sie einfach oder Hauptsache weg von hier oder bringen Sie mich verdammt nochmal aus Santa Monica raus. Teufel auch, ich muss hier weg. Auftrag erfüllt, ja. Erstmal Hauptsache weg von hier, genau. Very well. Okay.
Den Taxifahrer sehen wir, glaube ich, als Nosferatu zum allerersten Mal so richtig oder sprechen mit ihm. Das haben andere Vampire schon früher, die bringen einen, also das ist normalerweise das normale Gefährt, soweit ich weiß, der... Ach nee, nicht das Taxi. Nee, per Bus fährt man ja, glaube ich. Okay, jeder sieht den Taxifahrer, glaube ich, zum allerersten Mal. Ich habe nichts gesagt. So, wir haben also jetzt ein Gespräch mit einem mysteriösen Taxifahrer, der, obgleich es Nacht ist, Vampire durch die Kante fährt und eine Sonnenbrille trägt. Interessant. Entweder sage ich nichts, also Punkt, 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 oder ich sage ahem, oder also kennen Sie Jack, so ein bisschen Smalltalk, oder ich hatte eine scheiß Nacht, kann ich Ihnen sagen. Ja, das sage ich mal, 4. The night has not been kind to you. Das ist ein seltsamer Akzent. Nicht eine Nacht war gut zu mir. Nicht eine Nacht war gut zu mir. Seit ich... Ach, vergessen Sie es. Sagen wir einfach, ich wünschte, es wäre der Nachmittag. Nein, das würde ich, glaube ich, nicht wünschen, oder? Nicht, damit ich nicht fertig wurde. Oder, wenn Jack nicht wäre, sagen Sie... Wissen Sie etwas über Jack? Das ist eine gute Frage. Ich mal 4. I only recently made the acquaintance of Mr. Jack. He intrigues me very much. There are so few like him these nights, I think. But then, I only know what I hear from others about the kindred of the city. It sounds as if there are many who seek to sway the children of Cain to their side. Many who believe they shape the destiny of the blood. You work for Prince LaCroix, don't you? Ja, trotz seiner Fehler liegen im Interesse der Stadt am meisten am Herzen. Wie gehirnamputiert muss man sein, um das, zu wählen? Also, wie, also der Charakter wohlgemerkt. Ja, nee, würde ich natürlich nicht sagen. Also LaCroix ist zu oft verraten. Ich frage mich doch ganz ernsthaft mal, wie viele Leute eigentlich diesen Punkt wählen. Einfach mal so aus Scherz vielleicht, weil wenn man irgendwie so einen reinen LaCroix-Liebhaber mag oder beziehungsweise einen vollen Befürworter der Camarilla spielen möchte, müsste man sozusagen die Nummer 1 wählen, mache ich aber nicht. Oder 2, mit LaCroix war es dann für mich. War es das für mich? Ich hätte gleich bei Nines bleiben sollen, als er mich gerettet hat. Oder ich arbeite für niemanden. Gott sei Dank bin ich raus aus dieser Stadt. Scheiß L.A. Ich glaube, ich bin mal dabei. Ich arbeite für niemanden. Aber momentan arbeite ich wirklich für niemanden, richtig? You could frown, but do you really think you could escape your reputation? I know little about you, except the rumors that you've killed the Anarch leader and betrayed your own kind. Das ist nicht wahr. Ich habe Nice nicht getötet, oder? Das ist doch alles Blödsinn, oder? Was kann ich außer weglaufen noch tun? Ja gut, kämpfen kann ich. Ich sage mal eins, ich habe Nice nicht getötet. You have been accused. If you were to run, this reputation would travel with you until your final night. Your only recourse is to clear this charge. Or to smite the conspirators working against your good name. Und das wäre dann LaCroix. Ich soll also LaCroix zerschmettern. Ach du großer Gott. Ich sollte den Prinzen aufsuchen. Wenn er wüsste, was passiert, er würde mir vergeben. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn die Anarchen wüssten, was tatsächlich geschehen ist, bringen sie mich zu den Anarchen. Ah ja, ich könnte zu den Prinzen mich fahren lassen, zu den Anarchen könnte ich mich fahren lassen. Oder ich vertraue überhaupt keinen mehr, außer mir selbst. Ja, oder zerschmettern klingt gut, der beste Vorschlag, den ich bis jetzt gehört habe. Hier ist jetzt eigentlich die Stunde der Entscheidung gekommen, deswegen muss ich ein bisschen überlegen, was ich gerade so wähle. Ich will auf gar keinen Fall eins. Das ist schon mal klar, ich möchte nicht zum Prinzen gebracht werden, weil der würde mich wahrscheinlich erstmal direkt zerschmettern. Weil ich ja weiß, dass es sozusagen von ihm aus geht und das auch nur die letzte logische Wahl wäre, die letzte logische Möglichkeit wäre, dass er sozusagen uns verrät. Damit haben wir ja schon relativ lang gerechnet. Ich zumindest. Zerschmettern klingt gut, der beste Vorschlag, den ich jemals gehört habe. Punkt 4 klingt so ein bisschen wie Hulk. Muss jetzt gerade nicht unbedingt sein, da will ich noch ein bisschen mehr Hirn haben. Wenn die Anarchen wüssten, ich könnte zu den Anarchen gehen oder ich vertraue überhaupt keinem mehr, außer mir selbst. Ich muss gestehen, ich würde tatsächlich am ehesten momentan zweitens nehmen, weil die Anarchen an sich nicht schlecht zu uns waren. Und Jack gehört im Prinzip eher zu den Anarchen und hat uns gerade geholfen. Also das ist schon ein Pluspunkt, den er ja durchaus hat. Deswegen sage ich mal 2. The Anarchs. A curious experiment. But they have lost many battles and more leaders. Their rebellion has already failed in the eyes of many. Do you feel their notions of freedom have any real possibility? Und ob ich das tue? Solange auch nur wenige daran glauben, besteht diese Chance. Das sehe ich als Lars zumindest so. Ohne Nines, ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass mir der Prinz nicht gefällt. Das stimmt auf jeden Fall auch. Oder die Anarchen sind irregeführt, aber wenigstens sind sie ehrlich. Die Camarilla ist verdorben. Verdorben?
will ich nicht gerade sagen. Die Kamarilla ist ein interessantes Konstrukt, was sozusagen die Ordnung darstellen soll, beziehungsweise eine Form der Ordnung, die mir nur gerade momentan nicht passt, weil diese Ordnung, weil ich aus dieser Ordnung ausgeschlossen wurde und deswegen zum Feind wurde. Oder die Anarchen, die Kamarilla zur Hölle mit beiden, ich verschwinde aus der Stadt. Nee, mache ich am besten nicht, weil er hat schon ganz recht. Es ist ja nicht nur so, dass das nur L.A. von Vampiren bevölkert wäre, sondern die gesamte Welt ist mehr oder weniger, die alle Großstädte zumindest, sind von Vampiren bevölkert. Das heißt, man würde mich sozusagen irgendwie trotzdem auffinden. Also wenn ich jetzt, was ich, nach Mexiko-Stadt oder was sagen wir, einfach nur New York mal ziehen würde oder reisen würde, würde dann der Prinz von L.A., also da qua irgendwie so ein Hilfegesuch an den New Yorker oder beziehungsweise so einen Gefallen einfordern. Und da wäre ich trotzdem auf der schwarzen Liste, das wäre genauso dämlich. Also kann ich nicht wirklich fliehen. Viertens fällt flach. Ich sage das jetzt tatsächlich ganz einfach, und ob ich das tue, solange auch nur wenige daran glauben, also an die Chance der Verwirklichung und der Freiheit, besteht diese Chance. If the Anarchs managed to recapture this city, it would not be long before someone challenged them for it. Conflict is always an eventuality in their life. Could you spend an eternity this way? Das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Ewigkeit überhaupt verbringen könnte. Vielleicht habe ich ja Bock, die ganze Zeit meine Ewigkeit Blümchen zu pflücken. Also das ist so ein bisschen relativ. Diese Frage kann niemand beantworten. Nicht mal ein 300 Jahre alter Vampir. Und ich sage, absolut. Ich würde es nicht anders haben wollen. Nee, das nicht. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist für mich die beste Wahl. Naja, und nicht gerade das Ding. Oder nun ja, wenn Lacroix nicht wäre, wären die Kamarilla die beste Alternative. Ja, vielleicht kommt da irgendein anderer Schnüsselprinz an, der kann ja genauso nervig sein. Oder, wenn sie es so ausdrücken, vielleicht fahre ich mit dem Prinzen besser. Ich sage es nicht immer gerade zwei. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist für mich die beste Wahl. Und ich füge tatsächlich nochmal als Spieler hinzu, zu dieser Zeit. The Anarch Spirit exists within the blood of many. Few, though, are willing to listen to it. Perhaps if a few. Ja, das kann durchaus sein. Ich soll sie nicht im Stich lassen, aber ohne Nines ist es wahrscheinlich zu Ende. Oder lieber ein verkappter Anarch als ein Toter. Lacroix ist im Vorteil. Am Vorteil mag er vielleicht sein, aber das heißt nicht allein, dass ich irgendwie immer mein Fähnchen so drehe, dass das der Vorteil haben oder der Überlegene gerade mein Herz hat. Oder drittens, wenn die Anarchen mich hätten, bräuchten sie niemanden sonst. Ja, ich bin halt echt gut. Das ist nicht, was ich jetzt irgendwie bringen möchte. Oder Anarchen-Kamarilla, Moralapostel. Ich will das Schicksal keiner dieser Gruppen teilen. Oh, das ist eine schwierige Wahl jetzt. Ich sollte es nicht im Stich lassen. Oh nein, ist wahrscheinlich zu Ende. Nein. Lieber ein verkappter Anarch als ein toter Lacroix ist ein Vorteil. Wenn die Anarchen mich nicht hätten, bräuchten sie niemanden sonst. Ich muss gerade sagen, ich kann keine dieser Antworten wirklich voll zustimmen oder auch nur halb zustimmen, ehrlich gesagt. Deswegen sagte ich immer Anarch, Kamarilla, Moralapostel, ich will das Schicksal keiner dieser Gruppen teilen. Weil dieser Begründung, die jetzt hier gerade vorgebracht wird, muss ich ganz ehrlich sagen, passt mir keine dieser Antworten. Deswegen sage ich wirklich vier. You have been accused. If you were to run, this reputation would travel with you until your final night. Kann das sein, dass wir jetzt im Dreieckkreis drehen? Ja, das hatten wir gerade. Also ich muss mich offenbar jetzt relativ klar zu den Anarchen bekennen oder irgendwas in der Richtung. Entweder haue ich jetzt wirklich ab oder ich reise zu den Anarchen oder ich reise zum Prinzen. Darauf laufen die Antworten letztendlich hinaus. Deswegen werde ich jetzt nochmal zweiten zurück, wenn die Anarchen wüssten. Bla, ohne Neins, ich weiß nicht, aber der Prinz, ich weiß nicht, wenn der Prinz nicht gefällt. Nee, solange auch nur weniger dran glaube, habe ich genommen, ist es okay. Es ist für mich die beste Wahl, genau. Und was macht Brieb jetzt hier zu den Anarchen? Ich soll sie nicht im Stich lassen, aber ohne Nines. Genau, ich sag mal. Drittens, okay. If the Anarchs managed to recapture this city, it would not be. Das hatte ich doch schon mal. Mein Gott, ich drehe mich im Kreis. Absolut, ich würde es nicht anders haben wollen. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist für mich die beste Wahl. Wir werden jetzt ein bisschen leider die Grenzen oder die Strukturen der Vampire-Dialoge leider aufgeführt, dass man sozusagen immer irgendwohin gezwungen wird letztendlich, dass man irgendwie nur so zwei, drei Möglichkeiten hat, wenn überhaupt, und dass man einfach nur die richtige Lösung finden muss und dass manche Antworten einfach mal zu denselben Ergebnissen führen. Wenn Sie es so ausdrücken, nein, ich will mit dem Prinzen nicht besser. Ich sag mal wieder zwei. Ja. Und jetzt bin ich nochmal hier. Und drittens konnte ich nicht. Und erstens. Ich habe den letzten viertens genommen und drittens hatte ich auch schon mal. Ist nämlich also erstens. The Anarchs have lost less than his thought. I hear there is one left who may be able
not lies the movement. Maybe though it is just a rumor. Ah, und ich komme also einen Schritt weiter. Okay. Ein Mann gegen die Camarilla. Viel Glück. Oder? Tatsächlich, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen. Das stimmt. Oder wenn es nicht Spider-Man ist, bin ich mir nicht sicher, ob er die Wände hinbringt. Schön. Oder jedes Mal, wenn ich mit jemandem rede, stecke ich am Ende in der Scheiße. Halte mich da raus. Na, ich sag mal, diese Person würde ich gerne kennenlernen. Nummer 2. I know where you might find them, but you would have to be ready to commit to the Anarchs fight for this city. I could just as easily take you downtown to see the Croix. Okay, und jetzt kommt die endgültige Entscheidung. Nein, der Freistaat muss weiterhin existieren. Bringen Sie mich zu diesem Treffpunkt, oder? Lacroix? Lacroix wird bald gewinnen. Wenn ich mich mit den Anarchen verbünde, bin ich tot. Naja, oder? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach nee, ich weiß schon relativ genau, was ich tun soll, oder? Ich arbeite für niemanden, ich verfolge nur Befehle nur von einer Frau, von mir. Nee, ich muss mir relativ klar wahrscheinlich verpflichten jetzt, weil sonst dreht die ganze Line-Up von vorn los. Und ich sage, ich muss mich den Anarchen verpflichten, also Nummer 1. If you share the Anarch's passion and would share the burden of such a fire, we will go to meet the last person capable of keeping them together. Wenn es darunter noch Männer gibt wie Nines, schmeißen wir Lacroix und Ming passend zum Sonnenausgang raus, oder? Mit mir an ihrer Stelle können die Anarchen nicht verlieren. Los geht's. Oder ich fange an, es mir nochmal anders zu überlegen. Nein, jetzt lass doch mal, jetzt bleibe ich auf der Schiene auch mal. Oder wieder jemand anderem dienen. Oh nein, ich kann diese Stadt selbst einnehmen. Nein, so macht Verlassen will ich aufgestanden nicht sein. Schon gar nicht, als ich was verrate. Das passt einfach nicht, das passt nicht zum Naturell. Ich sage 1. That is your decision. Ja. Der Dialog ist lang, man hätte sich ja tatsächlich genauso gut dem Prinzen nochmal unterwerfen können. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch nicht gemacht. Ah, doch, habe ich mal Pro-Weise gemacht. Doch, habe ich mal gemacht. Doch, ja, habe ich schon mal gemacht. Aber ich sage nicht, wie es ausgegangen ist. Lalala. Und hier bin ich nun. Bei einem Anarchen. Ach hier, guck mal, wie heißt das? Das ist in Hollywood, soweit ich weiß. In dem Motel. Lucky Star, genau, Lucky Star Hotel. Aber bevor wir durch die Tür gehen, werde ich kurz mal ein kleines Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.